Hi und herzlich willkommen zu deiner Legung, liebe Fische. Heute schauen wir mal, wie sieht dein Oktober, der Rest vom Oktober aus. Und ja, was du wissen solltest und wie es aussieht. Dazu lege ich 6 Tarotkarten und am Schluss eine Weisheitskarte. Okay, für die Fische bitte bis Ende Oktober. Fische. 7 der Schwerter, ja. Sich davon machen, davon laufen, aber sich auch unterdrücken, als sich dem zu stellen. Das heißt der Kelche. Ich glaube, am liebsten möchtest du weg von dieser Liebe. Aber das geht nicht einfach so. Entweder stellst du dich dem oder du nimmst es an. Aber sich einfach davon zu machen, wäre, glaube ich, nicht so die Lösung, weil es erfordert deine Aufmerksamkeit und deine Wahrheit. Was ist deine Wahrheit für die Liebe? Was denkst du darüber? Teile es mit. Die Gerechtigkeit. Und hier haben wir noch die Balancekarte. Balance. Bringe es zum Ausgleich. Stelle dich der Wahrheit. Früher oder später wirst du es erfahren. Weil man kann sich gut davon machen, aber irgendwann kommt es einfach ans Licht. Das ist einfach so. Königin der Schwerter, und du sagst so, ja, ich weiß, dass ich das tun muss. Aber du beobachtest das Ganze hier, weil ich glaube, du siehst schon hier die Wahrheit, so was die Wahrheit ist. Du erkennst es schon. Und du willst dich, glaube ich, auch nicht wirklich davon laufen. Das ist einfach so ein Gedanke, wo du hier hast. Aber als Königin der Schwerter bist du darüber hinausgewachsen. Kann auch sein, dass du in der Vergangenheit das getan hast oder dich davonlaufen oder nicht wirklich deine Gefühle sagen. Aber die Königin der Schwerter, sie sagt ganz genau, was sie denkt und fühlt. Wow. Ja, Fische, du bist über dich hinausgewachsen. Und ich glaube, du hast das irgendwie auch nicht erwartet, weil, guck mal, du hast hier da... Du hast mit dem gerechnet, dass man dich abweist und so weiter. Aber ich glaube, du hast erkannt, dass sobald ich meine Gefühle sage oder auch einfach auch meine Gedanken erzähle, dann hört man mir zu. Dann werde ich ernst genommen. Und ich glaube, ja, das aufgrund der Vergangenheit, was du hier erlebt hast, war nicht einfach. Und das war auch nicht fair, nicht gerecht. Also dir wurde Unrecht getan, aber seit du jetzt, also ich glaube, das ist so ein Prozess, bis Ende Oktober wirst du über dich hinauswachsen und endlich auch das so sehen, wie die Sache ist. Dass du dich auch dem stellst, dass du keine Angst mehr davon hast. Hier haben wir den Teufel, ja. Vielleicht denkst du so, ja, das ist es mir nicht wert. Oder du redest dir selber hier ein, dass du nicht ernst genommen wirst oder dass man dir immer wieder Unrecht tut, dass man zu dir nicht ehrlich ist und du erwartest eine Wahrheit, eine Ehrlichkeit von diesem Menschen wahrscheinlich, weil es geht sehr wahrscheinlich um die Liebe. Und du siehst den Teufel direkt an. Also du siehst hier, was wortwörtlich abläuft. Und hier haben wir die 10 der Münzen. Ja, und ich glaube, mit 10 der Münzen ist schon eine Art eben... Verantwortung, Pflichten da, wo man erfüllen muss oder wo man tun muss, um das
beständig zu halten. Und ich glaube, wenn es um den anderen Menschen geht, dann hat dieser Mensch sich nicht wirklich zuverlässig gezeigt oder hat sich hier wie davon gemacht, um es bestmöglich aus dem Weg zu gehen und nicht damit zu konfrontieren zu müssen. Aber du so, ey, ich sehe, was hier abläuft und das geht so nicht weiter. Also du machst nicht nur dir selber klar, was da genau abläuft, sondern auch diesen anderen Menschen. Das finde ich richtig mutig und stark von dir, Fische. Okay, was wollen dir die Weisheitskarten dazu sagen? Ich glaube, du hast schon sehr viel Liebe zu geben, aber anstatt dass du auch mal nimmst, wurde dir nicht wirklich gegeben. Es war nicht fair, es war nicht in der Balance. Und du sorgst jetzt dafür, dass das endlich in die Balance kommt und dass du auch den Teufel besiegst, sozusagen. Also, dir ist bewusst, was du für eine Verantwortung trägst, was deine, ja, wo auch deine finanzielle Situation, wo du gerade stehst. Und hier mit dem Teufel ist schon so eine Art Belug, Betrug. Also hier ist man nicht wirklich ehrlich, als einfach rein zu sein und wirklich das so zu sehen, wie es ist. Und hier hat man vielleicht dir etwas vorgemacht. Und das hast du lange so akzeptiert, aber jetzt ist einfach, also eben, das ist ein Prozess. Bis zum Ende Oktober wirst du hier wahrscheinlich eine Entscheidung treffen. So. Was wollen dir die Weisheitskarte für Fische mitgeben? Direkt rausgesprungen. Macht der Fantasie. Die Nummer 20. Macht der Fantasie. Die Verwirklichung von Träumen. Kreatives Denken. Visualisierungen. Die vereinte Kraft der Bilder und Gefühle. Kreativität. Illusionen. Ja, die Macht der Fantasie. Vielleicht bist du genau in eine Illusion geraten, wo du Das brauchte Zeit, um zu erkennen, was hier genau abläuft. Weil sonst hättest du es nicht gewusst, wärst du nicht hier in dieser Situation. Und Fische sind sehr, sehr kreative Menschen. Also, hier steht, wer willst du sein? Woran musst du glauben, um das Leben zu führen, das du wünschst? Dir ist die mächtige Gabe der Fantasie verliehen. Was du dir erträumen kannst, das kannst du auch erschaffen. Deine Fantasie ist jetzt der Schlüssel zur Verwirklichung deines Lebensraumes. Hänge eine Weile deinen Tagträumen nach, gestalte dein Vision Board, Tagträumen nach, gestalte dein... Entschuldigung, ich habe jetzt den Satz zweimal gelesen. Also, gestalte dein Vision Board, eine Pinnwand mit Bildern oder Sätzen, die deine Ziele symbolisieren, oder meditiere. Lass aus der Kraft deiner Fantasie Bilder dessen entstehen, was deine Seele nährt. Lass Inspirationen und Gefühle ineinander fließen und stelle dir das Ergebnis als gegenwärtige Realität vor. Was du dir auf diese Weise ausmalst, wird für dich zu dem, woran du glaubst. Und schon bald wirst du es wie von Zauberhand im Außen verwirklicht sehen. Das ist das, was ich schon von vorherigen Sternzeichen bereits erwähnt habe. Gedanken werden Dinge. Deine Welt ist es so, wie du es wahrnimmst. Und hier heißt es einfach, gestalte deine Visionen. Mach der Fantasie. Also hier hast du als Fische sehr, sehr viel Kraft, etwas zu kreieren. Etwas zu verwirklichen, was auch immer du willst. Ich glaube, du sehnst dich so richtig danach. Und als Luftelement repräsentiert die Königin der Schwerter und sie ist auch so in ihren Gedanken und versucht hier Visionen zu manifestieren, zu gestalten. Und das ist wahrscheinlich der Tipp an dich, dass du das tun solltest, um deiner Verwirklichung näher zu kommen.